Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge der Bayern 2 Karriere. Heute ist das absolute große Finale dieser Saison. Aber vorerst gehen wir kurz in Post einfach. Sperre ist abgelaufen. Das ist gut. Leon Dayaku fragt uns: Hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen, wenn ich in Form bin. Das rechne ich Ihnen hoch an. Bleib auf dem Teppich. Mach weiter so. Solche Leistungen will ich jede Woche sehen. Wenn du so weitermachst, ist dein Startplatz garantiert. Jetzt simulieren wir noch ein bisschen vorwärts. Er will seinen Vertrag auflösen. Da gehen wir ganz kurz hin. Das ist er hier. Okay, ich gebe ihn frei. Ja, 58. Ja. Schade. Sehr schade, sehr schade. Apropos, wir können. Oder? Ja. Ich lasse diese 11 spielen. Gehen wir in die Pressekonferenz zu diesem ganz großen Ich Finalspiel. danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Dann her mit den Fragen. FC Bayern München muss im DFB-Pokalfinale gegen FC Bayern München ran und gilt als klarer Außenseiter. Haben Sie sich daher was Besonderes ausgedacht? Eine neue Formation oder eine neue Strategie? Ich würde sagen, neue Taktik. Harte Arbeit lohnt sich. Wir sind der Außenseiter, klar. Wir waren von Anfang an nie der Favorit. Und das ist auch jetzt noch so. Wir werden weiter alles geben und ich bin sicher, die Jungs sind selbstbewusst genug, noch einen Sieg hinzuzulegen. Bernadette Kranz, wie lautet Ihr Zielsetzung für FC Bayern München 2. Gehen Sie auf Sieg oder ein Remis? Natürlich Sieg. Das ist logisch. Unser Ziel ist der Sieg. Unser Team ist einiges im Angebot. Das wird Ihnen und den Fans ja sicher nicht entgangen sein. Wir wollen den Sieg, auch wenn uns FC Bayern München, die Profis, auf dem Papier klar überlegen ist. Weil die Profis sind ordentlich stark, also sollen wir uns nicht unterschätzen. Aktuell sind sie richtig gut drauf. Gehen Sie davon aus, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann. Ich bin mir sicher. Ja, die Jungs haben tolle Ergebnisse erzielt. Was will man mehr?
damit sind wir vielen am Dank. Ende dieser Pressekonferenz. Bitte keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Ja, und damit gehen wir auch ins Finale. Okay, die beiden Profis spielen alternativ. Gut. Weltklasse. Ja. Und ich habe mir entschieden, dass ich die Torhinde nicht einbaue bei diesem Spiel, weil Bayern München 2 gegen die Profis. Ja. Das ist doch ein bisschen kompliziert. Ab ins Finale. In Kürze machen sich die Bayern Amateure wie die Bayern Profis gerade warm für diese Partie. Ja, hier Lewandowski noch mal schön zu sehen. Oh. Ja. In Olympiastadion Finale. Bayern 2 gegen die Bayern Profi. Wolfuß von Busmann, nicht die Kommentatoren, sondern meine Wenigkeit, der Blue Ice dran und Dragon. Und hier ist der DFB-Pokal, den wir uns vielleicht verdient haben. Ja, man sieht hier, die Profis haben ordentlich zugelegt und wir haben auch ordentlich zugelegt. Also ist dieses DFB-Pokalspiel ein Muss. Lewandowski, die Nummer 9. Ja. Unsere Aufstellung hier zu erkennen. Ja. Joshua Zirkse. Und das wird ein absolutes Muss für ihn, weil er gegen die Profis sein Können aufbringen muss. Manuel Neuer, Thomas Müller, Kapitän. Wen haben die? Joshua Kimmich, Lucas Hernandez, Niklas Süle, Ben Chivil, Leon Goretzka, Tolisso, Rafa, Komon, Müller und Lewandowski in Sturm. Also, das wird jetzt ein hartes Spiel. Und Lewandowski ist schon richtig heiß auf diese Partie. Gegen uns, die Amateure. Ja, jetzt geht es um alles oder nichts. Let's go! Sink. Wir haben so viel getan, so hart gekämpft, um in dieses Finale zu kommen. Okay, manchmal waren Stolpersteine vor uns, aber wir haben sie trotzdem mit Bravour bestanden. Und diese Saison soll erstmal das Ende jetzt einläuten. Erstmal. Goretzka auf Thomas Müller. Lewandowski! Das Lewandowski hier auf alles auf nichts gemacht, aber der Schuss gar nicht mal so schlecht. Aber trotzdem an krassen vollen Christian Früchte vorbei. Abschluss von Christian Früchtel. Bei Dauerball auf Felix Groß. Guter Kopfball. Auro. Auf Ingolitsch. Felix Groß wird hier aber ungenietet und das geht in Freistoß. Zink führt hinaus. Auf Lukas Mark. Niklas Dorf. Wie Joshua Zirkse. Dayaku. Hat Tolisso, kann Felix Groß den Ball wegnehmen. Oder hört man die Fans der Profis richtig hier am Klatschen. Ja, Tolisso, ein Mann des Können mit dem Ball.
jetzt halt Bayern, die Profis, ihre Zweitgruppe hier erstmal das Köln mit dem Ball. Aber der Abschluss zum Tor von Christian Fröschel ist nicht so gut gewesen. Robert Lewandowski, erster Versuch, aber aufs Tor leider nicht gegangen. Abstoß von Christian Früchtel. Dayaku hat sich leicht verletzt, aber er kann mitspielen. Noch spielen. Ja, Thomas Müller hat Felix Groß erstmal den Ball weggelockt. Der hat jetzt Coman, jetzt Goretzka, wieder auf Müller. Coman, Lewandowski. Aber hier ist mal der Ball rausgeklärt. Einwurf durch Schivel. Come on. Auro, gut gemacht hier das Stellungsspiel. Aber Zink macht hier gerade seine Sachen nicht so ganz gut. Ah, direkt in die Arme von Christian Früchtel. Oder auch Nuno Tavares. Kann sich aber den Ball noch behaupten. Niklas Dorsch. Zink. Auf Joshua Zirkse. Dayaku. Komm schon, Junge. Schieß! Jawohl! 1-0 durch Leon Dayaku. Obwohl er etwas verletzt ist, kann er so einen hohen Ball und dann direkt zum Pfosten breiter ab und drin ist die Kugel. Nicht richtiges Bedecken von den Profis und dann sieht man diesen Strahl hier erstmal. Zack! Leon Dayaku. Ja, hält sich leicht den Arm. Aber sein drittes DFB-Pokal-Tor und die Führung für Bayern Amateure, also Bayern 2, in der 22. Minute. Hernandez auf Rafa. Erstmal wird der Ball versucht nach innen zu schlagen, wird aber geklärt. Zink. Kann sich leider gehen. Schivel nicht durchsetzen. Thomas Müller, guter Ball nach vorne. Engelisch, gute Tat. Kann den Ball erstmal ausschlagen. Was gibt jetzt Ecke? Kessling, Komma führt die Ecke aus. Die wird wahrscheinlich sehr hoch kommen. Oh, spitz, aber Felix Götze zur Stelle kann den Ball erstmal klären. Ah, Schivel ist doch ein bisschen stärker als Zink. Und das war Abseits. Kessel kommt, rennt zu weit nach vorne und dadurch läuft er in die Abseitsfalle. Ja. Felix Götze mit dem Abstoß. Zack, erstmal auf Zink gespielt. Ein weiter Ball. Ungelisch kommt nicht ganz ran, aber die Bayern-Profis haben die Ball schon wieder. Leon Goretzka auf Lewandowski. Rafa. Wird aber von Nuno Tavares blockiert. Lukas Mai kann den Ball erstmal abfangen. Aber der Ball geht ins Aus und es gilt Ecke für die Profis. Und das macht wieder Kessel, come on. Dieses Mal hoher Ball. Lukas Mai erstmal mit einer guten Chance erstmal den Ball raus. Leon Goretzka. Auro. Bekommt den Ball vom Körper, aber er köpft ihn noch raus. So. Dritten Ecke für die Profis. Und die führt wieder Kingsley Coman. Dieses Mal kurz auf Rafa. Aber Ingolisch ist da
und kann den Ball erstmal klären. Wieder Gütesecke für die Profis. Weiter hoher Ball und Christian Fritte ganz lässig aus der Luft gefischt. Leon Goretzka und er trifft. Leon Goretzka macht das Ausgleichstor in der 36. Minute. Ja, hier ein bisschen eng, aber er sieht die Lücke, weil hier Thomas Müller hier den Gegenspieler von uns bedrängt. Und dadurch sind wir einfach abgelenkt und hier Leon Goretzka. Leon Goretzka, 37. Minute, das erste DFB-Pokaltor und der Ausgleich hier im Olympiastadion von Berlin, wo das Pokalspiel läuft gegen die Bayern 2, gegen die Bayern Profis. Auro auf Felix Götze. Auf Lukas Mayes. Vorball auf Dayaku. Dayaku ist Nuno Tavares. Hier wird er umkurvt. Foul. Thomas Müller versucht durchzuspielen. Rafa. Eng gestellt und Frische kann den Baller erstmal locker und flauschig fangen. Auro. Lukas May. Ingolisch. Den Ball nach oben. Und da ist schon Söhle. Und kann den Ball abfangen. Come on. Sieht die Lücke. Leon. Wow. Aber Felix Groß kann den Ball erstmal rausklären. Aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Wieder Lewandowski. Götze mit der Brust gut angenommen. Aber es gibt hier die gelbe Karte. Nuno Tavares sieht die gelbe Karte im vorigen Foul. Ja. Als Rafa ungenütet. 3 Minuten werden jetzt nachgespielt noch. Und das ist jetzt die 5. Ecke, glaube ich jetzt. Ja, gelbe Karte, Nuno Tavares. Kurzer Ball. Erstmal raus. Ja. Hernandez. Leon Goretzka. Thomas Müller. Lukas May. Felix Groß. Und da Joshua Zirkzee schon perfekt vorne und kommt schon. Felix Groß wollte wirklich das Tor treffen. 2 Minuten über die 3 Minuten drüber. Und ja, erstmal geht es mit einer 1-1 in die Pause. Ja, wir mit 41%, die Profis mit mehr. Wir wissen, Profis sind doch ein bisschen stärker. So, wir machen dann Wechsel. Dayaku. Runter. Da kommt Morgen rein. Und Nuno Tavares. Verfahren. Ja. Diese beiden Wechsel werden jetzt getan. Weil ich will Nuno Tavares nicht mit einer roten Karte vom Feld gehen sehen, um mit zu 10 zu spielen, wäre nicht gut. Thomas Müller mal den Kopfball, aber er geht über den Kasten drüber. Guter Reinschlag, rausgeköpft, aber Thomas Müller versucht den Kopfball nach vorne. Extra. Abstoß von Christian Frische. Weiter Ball. Auf Felix Groß. Er wollte auch Joshua Zirkzee spielen, aber dieser Pass war nicht gut. Wieder ein taktisches Foul an Thomas Müller.
und Christian Frösche muss erstmal hier eine Glanztat machen. Niklas Dorsch sieht jetzt die gelbe Karte. Durch dieses eingreifendes Foul. Ja, an Thomas Müller, wie gesagt. Das ist jetzt die sechste Ecke. Kinsley Coman. Kurz aufgeführt, Rafa. Ja, und da ist das Tor passiert. Wir wollten den Ball rausschlagen und die Profis haben den Ball perfekt vor die Füße bekommen. Hier, zurück zum Keeper, dann wollen wir rausschlagen eigentlich. Ja. Schön mit der Innenseite. Und Christian Fröte kommt einfach nicht dran. Rafa in der 52. Minute sein zweites DFB-Pokaltor und die Führung jetzt für die Profis von Bayern München. Anstoß für Bayern 2. Zink spielt den Ball erstmal nach unten auf Verfahren. Zurück zum Keeper. Christian Fröttl auf Auro. Wird hier aber fast ungenittet. Felix Groß kann den Ball behaupten. Tolisso auf Joshua Kimmich. Rafa weiter bei nach innen und Lewandowski verschießt. So eine hundertprozentige Chance und er verschießt. Glück für uns aber. Abschluss von Christian Brüchtel. Morgen Felix Groß. Hoch den Ball. Aber nicht angekommen zum passgebenden Spieler. Lewandowski jetzt. Und das Auro. Aber Lewandowski verschießt wieder eine hundertprozentige Chance. Ganz war gut, aber ging an Kassen vorbei. Abstoß Christian Frühstück. Auf Joshua Zirze. Ingolitsch. Zink! Komm schon, Junge! Oh, setz den doch durch! Kannst du! Was ist in den restlichen Spielen auch immer gezeigt. Rafa jetzt. Bitte bald erstmal auf Kimmich. Leon Goretzka, Thomas Müller. Und unguter Pass auf Leon Goretzka. Lukas May. Oh, Christian Brüssel. Aber da geht der Ball aus. Die 24 geht runter und Kample von RB Leipzig kommt drauf. Tolisso runter und Kample rauf. Und Kimmich, der irgendwie sprungkräftige, kann an den Ball rankommen. Thomas Müller. Und wieder ein taktisches Foul. Das ist doch nicht wahr. Kample. Coutinho ist auch im Feld. Durch den Wechsel. Ohrball. Verfahren schlägt den Ball erstmal raus. Das wird Zirkse erstmal den Ball unter Kontrolle. Aber Chivil ist da. Auch Coutinho. Coutinho. Fall schnell. Kample. Ja. 3-1. 3-1. Es kann nicht sein. In der ersten Halbzeit waren wir
durch ein Tor von Leon Dayaku in Führung gegangen und dann haben wir eigentlich versucht, nach vorne zu spielen, aber Bayerns, die Profis haben uns doch Lücken aufgetischt und uns vorgeführt wie die Schulkinder. 3-0 in der 74. Minute durch Kevin Kample. Kommen jetzt kaum noch vorwärts. Jetzt, aber der Ball kommt nicht an nach unten. Oh, meine Güte. Gretzka auf Lewandowski. Kimmich wieder hoch auf. Ja, und da ist wieder die Lücke. Und da ist Thomas Müller. 4-1. Es kann nicht sein. 78. Minute, 4 Minuten drüber und Thomas Müller erzählt hier auch. Da sind die Profis doch ein bisschen zu schnell und führen uns wirklich vor für die Schulkinder. Thomas Müller, 78. Minute. Erste Tor im DFB-Pokal-Finale und das 4-1 jetzt für die Profis. Ja, jetzt fällt uns kaum noch was ein. Felix Götze. Ingolic. Aber da steht keiner richtig. Kample. Auf Rafa. Lewandowski. Wieder auf Rafa. Thomas Müller. Leon Goretzka. Kample. Und der Ball fliegt über den Kasten drüber. Ja. 8 Minuten noch zu spielen. Thomas Müller runter, Milik kommt drauf. Oh mein Gott. Jetzt wollen die Profis alles hier komplett dicht machen. Und da schießt Lukas May leider den Ball aus. Und das gibt die weitere Chance für die Bayern-Profis mit Schivel. Weiten Einwurf zu machen auf Söhle, Lewandowski, auf Rafa, Kample, Söhle, 4 Minuten noch zu spielen, Lewandowski, ja, also von Lewandowski ist kaum hier noch was zu sehen. Was er da abliefert, ist unterirdisch. Das sind schon viele große Chancen, 4 große Chancen, um hier noch weiter in Führung zu gehen. Ja. Zink. Kopfball auf Felix Groß. Jetzt aber Ingolisch. Ah, er bremst zu früh ab. Und Schäffel hat ihn. Auf Rafa. Coutinho. Lewandowski. Wieder auf Coutinho. Lewandowski. Mittelpunkt, aber Chancen. Felix Götze kontrollieren, aber er rollt schon ins Aus. Oh. Einwurf für Coutinho. Es ist ein kurzer Einwurf. Chivil. Rafa. Ball nach innen. Lukas mal raus. Das wird Zirkse. Jetzt letzter Angriff. Morgen, renn, Junge. Aber er wird hier von Joshua Kimmich ungenietet und das geht eine Karte. Ja, es gibt die gelbe Karte. Joshua Kimmich in der 90. Minute. Hier schön, statt auf den Ball, nimmt er den Gegner um. 3. Minute der Nachspielzeit. So, 32 Meter. Morgen. Aber die Chance ist vorbei. Und da freuen die Profis sich, dass sie die Amateure, die Bayern 2 Akteure besiegt haben. Es hätte so ein schönes Spiel sein können, dass man als Bayern 2 Akteur
wie Profis besiegt und denen mal eine fette Niederlage gehen tut. Aber die Profis viel zu stark und besiegen hier die Amateure, die Akteure 2. Ja, und jetzt die Siegerfeier. Und da kommt Robert Lewandowski. Ja. Aber der andere, ich weiß nicht, Coutinho könnte es sein, der ihn im Pokal hochhält. Und das feiern hier erstmal die Bayern-Profis, also den Finalsieg hier im DFB-Pokal im Olympiastadion in Berlin gegen die Bayern 2 Akteure. Milik, der Kapitän, also jetzt, weil Thomas Müller die ganze Zeit Kapitän war, weil er ja runtergegangen ist, Außenwechsel. Gründe, warum, keine Ahnung. Ja, die Bayerner Amateure können diese Meisterschale leider nicht haben. Tja, schade, schade, schade. Sehr traurig. Das Siegerfoto schaue ich mir nicht an. Es tut gerade im Herzen weh. Das tut mir gerade in der Seele weh, dass die Profis es nicht geschafft haben. Bayern, die Profis zu besiegen. Ja, hier, die Profis gewinnen 4:1 im DFB-Pokal. Schade, schade, Marmelade. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Ja. Die meisten hatten ein ausgeglichenes DFB-Pokal-Finale erwartet, aber rausgekommen ist das genaue Gegenteil. Muss FC Bayern München 2 jetzt umdenken, um in solch wichtigen Partien bestehen zu können. Sehr schade. Wir waren chancenlos. Bayern München 2 war heute richtig gut drauf. Das verlorene Finale gibt es keine Entschuldigung. Glückwunsch an die Bayern 2. Das war Teamwork, das war Entschlossenheit. Hätte uns auch gut zu Geschichte gestanden, aber leider hat es nicht sollen sein. Schade, schade. Niklas Dorsch hat die Erwartungen nicht erfüllt und so kann man am Ende keinen Sieg raus. Das bedeutet, dass für seinen Status als Startspieler. Starspieler meinte ich eigentlich. Es gibt Höhen und Tiefen. Jeder hat mal Höhen und Tiefen. Leider konnte er die an ihn gestellten Erwartungen nicht erfüllen. Aber mal sehen, wie es in der nächsten Saison ausgeht. Oder angeht. Dayaku hat sich leider verletzt und fällt 5 Tage aus. Wie beeinflusst das Ihre Aufstellung? Wir haben Mittel und Wege, sie umzustellen. Wir haben Optionen. Fußball ist halt nicht planbar. Es kann immer was passieren, was du nicht auf dem Schirm hast. Leider fehlt uns Dayaku jetzt 5 Tage lang, aber wir haben auch dafür durchaus Optionen.
Das war's. Vielen auch schon. Dank und bitte keine weiteren Fragen. Ciao. Ja, Preisgeld haben wir bekommen. Nochmal eine Trainingssession. Das sieht gut aus. Preisgeld 3.555.000. Ja, verletzt, wissen wir jetzt. Angebote zurückgezogen. Mein. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Oh, meine Güte. Oh. Es wird auch nicht angezeigt, ey. Ah, exzellent. Ja. Exzellent. Super. Also. Ich hoffe, euch hat diese Bayern 2 Karriere gefallen. Wir sehen uns in einer nächsten Season wieder. Aber diese Bayern 2 Karriere ist noch lange nicht vorbei. Sie geht nur in einer Pause. Und irgendwann wird die bis in die erste Liga, bis zum UEFA, falls wir in den UEFA Champions League Finale kommen. Und dann ist die Bayern 2 auch dann beendet. Und dann gibt es keine Bayern 2 Karriere. Vielleicht werde ich noch eine andere Drittligamannschaft nehmen, um mal in die erste Liga zu kommen. Das werdet ihr alles sehen. Gerne mich auf meinen zwei Kanal Blue Ghost Biker verfolgen, abonnieren, Glocke aktiv machen. Auf TikTok Blue Eyes Slayer Dragon, Spotify Blue Eyes Slayer Dragon und auf Instagram Dragon Exciter. Da poste ich mal was für die Zeit. Mehr Bilder und ja, es hätte so ein schönes Spiel werden können, aber passiert, aber wir steigen in die zweite Liga auf. Nun ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auch gefallen. Es schmerzt noch ein bisschen im Herz, aber trotzdem. Es geht weiter. Ich, euer Blue, vergesst nicht auf diesem Video einen Daumen da zu lassen. Lasst gerne auch mal ein. Lasst das Video mal viral gehen, also teilt es an jeden anderen, der das gesehen hat und seine Meinung über dieses Video mal machen. Ja, gerne auch was in die Kommentare reinschreiben, dass ich weiß, dass ihr da seid, um hier diese Videos, die ich mache, euch gefallen und mich weiter zu unterstützen. Nun, ich sage jetzt Tschüss, ciao und es geht noch ein irgendwann noch ein Restvideo noch, wo ich hier noch über alles noch mal rede und uns die Spiele noch mal vorübergehe und ja. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao und auf Wiedersehen, euer Blue Eyes Slayer. Und haltet immer den Ball flach.